Ich muss sie erstmal hochkommen. Oh, so viel Staub. Oh, wer ruft mich denn jetzt an? Oh nein, Barbie, geht's dir gut? Was ist denn passiert? Oh, ich bin runtergefallen vom Stuhl. Oh, wir müssen unbedingt zum Arzt. Na los, ich helfe dir. Na los, wir müssen uns beeilen, Barbie. Mach dir keine Sorgen. Hereinspaziert. Oh, Dr. Auer, Barbie hatte einen Unfall. Was ist denn passiert? Ich habe geputzt und dann bin ich vom Stuhl gefallen. Mein Arm tut super doll weh. Ach du Schreck. Setzt euch erstmal hin, ich schaue mir das genauer an. Barbie, zeig mir mal, wo es genau weh tut. Oh, hier, an meinem rechten Arm. Oh, dann müssen wir aber erstmal ein Röntgen machen, um zu sehen, ob auch nichts gebrochen ist. Mal schauen. Oh, es ist etwas angebrochen. Was? Gebrochen? Der Knochen ist gebrochen? Ganz ruhig, Ken. Er ist nur etwas angebrochen. Das kriegen wir schnell wieder hin. Hier haben wir eine Schiene und einen Verband. Das wird alles gut zusammenhalten, damit es schnell wieder verheilt. Muss ich das lange dran behalten? Das behältst du bitte 2 Wochen an und dann kommst du nochmal zu mir. Ich glaube, dann machen wir einen kleinen Urlaub am Strand. So kannst du dich gut erholen. Das ist eine super gute Idee. Damit du deinen Arm nicht zu sehr bewegst, mache ich dir eine Stütze ran. Oh, das hat gar nicht wehgetan. Danke, Dr. Auer. Komm, Barbie, ich helfe dir. Tschüss, ihr beiden. Wir sehen uns in 2 Wochen. Na los, geh weiter. Oh, Mama Pig, was ist denn mit Pepper los? Das Husten hört sich ja gar nicht gut an. Ja, sie ist krank. Oh, damit wir uns nicht anstecken, ziehe ich mir erstmal meine Maske an. Und ihr kriegt auch eine. So, jetzt höre ich erstmal an, was da los ist, Pepper. Das hört sich alles in Ordnung an. Mal schauen, ob du Fieber hast. Oh ja, du hast etwas Temperatur. Pepper hat die ganze Woche nur Eis gegessen. Ja, aber nur 5. 5 Eiscreme ist aber ganz schön viel, Pepper. Wir geben dir erstmal ein schönes warmes Fußbad. Oh ja, das Wasser ist sehr warm. Na los, setz dich hier hin. Oh, das ist ja sehr heiß. Halt durch, Pepper. Es wird dir auf jeden Fall gut tun. Mama Pig, du musst aufpassen. Pepper darf nicht mehr als 1 Eiscreme die Woche essen. Ja, ich werde aufpassen. Hier habe ich noch etwas Sirup für deinen Husten, Pepper. Hier, den Hustensirup könnt ihr gerne mitnehmen. Pepper, du bist fertig. Danke, Dr. Auer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr beiden. Bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.